Und willkommen zurück zu Let's Play Lapa Simulator 2013 Titanium Pack. Letztes Mal haben wir eigentlich eine Mission geschafft. Wir haben uns durch ein verwirrtes Grundstück, was einem Käufer gezeigt werden sollte, gute 10.000 bekommen. Knapp 20.000 sogar. Und wir sind jetzt gerade dabei, hier den Mähdrescher abzutanken. Wir hoffen auf zwei weitere Missionen. Selbst im 5.000 Bereich, weil dann sind wir nämlich wieder im Plus. Können dadurch auch gut dann hier jetzt das verkaufen, die wir noch haben. Und mit ein bisschen Glück reicht es sogar für einen Shooter. Da habe ich nämlich mir einen aus dem Classic Pack ins Auge gefasst. Oh, was haben wir hier noch? Ja, nochmal an die Boot. Egal, komm hier nochmal nicht gebrauchen. Okay, gut, das habe ich mir auch runtergeladen hier, nur für gerade Spielstand. Mods, Faktoren, da ist er. 1500 DVL und nur 10 kW, 150 PS, und hat 530 Euro am Tag. Und ja, wir lesen, kräftigster Trakt seiner Zeit. Er war seiner Zeit sehr voraus. Seiner Zeit damals. Und ja, hier werden wir unter versuchen zu kriegen. Haben wir ja alles, Gold X. Haben wir ja alles. Ja, ich habe hier noch einen kleinen Knicklenk, Glass Ranger, Radlader für die Biosanlagen später, bis wir den großen haben. Aber ich denke, da werde ich erstmal auch hier den DX nutzen. Oh. Da wird das Grundstück, ja, passt da direkt wieder wunderbar. Haha. Was Besseres kann es doch gar nicht passieren, Leute. Arme kleine Kerlchen hier. So. Komm doch mal her. Dann tun wir jetzt nochmal mehr. Haben wir zwar jetzt gerade eben erst, aber. Soll uns doch egal sein. Okay, wir sind ja Money. So. Und das ist, dann müssen wir jetzt vorne dasselbe Spiel noch machen: XVB. Und dann Us. Ausmachen. So. Geile Kassensache. Ja. So eine Mission hatten wir halt jetzt im Netz so viel Glück, dass wir, ja, so sehr aus dem Minus rausgekommen sind. Und wir werden natürlich jetzt hoffen, dass wir noch ein paar davon kriegen. Also können wir auch gut unsere Kredite zurückzahlen, desto weniger haben wir am Ende, was wir dann ins Minus geraten. Wird man natürlich schön schwarz machen und seinen Ladewagen holen, aber naja. Meint es mir ein Traktor lieber, den wir noch holen können. Und das mit dem Ladewagen werden wir auch nächstes Mal verschieben. Nächste Ernte. Denn ja, was nutzt mir ein Ladewagen, wenn ich keinen Traktor auf den ich ziehen kann? Weil die den Deutschwatches bei der Mission immer wieder brauchen. Und ich brauche halt einen guten, zuverlässigen Traktor. So, da haben wir es dann schon wieder geschafft. So, 9000 plus. X. V. B. V. X. So, wir stellen jetzt mal wieder hier die Seite. Ach, ich lasse es erstmal außen klappen. Denn brauche ich nachher nur noch einzuschalten alles. Der arme kleine Kerl muss hier schon wieder einen ab. Ah, das muss ich mal spannend, wie viel er aussetzt hier, ob er vielleicht den ganzen Wagen bis zum müssen wir eigentlich mit dem kleinen Kerl bis zur Mühle. Wäre schön, wenn das bis zur Mühle schaffen täte. Dann kann ich auf dem Rücken direkt ausmustern. Wie kostet das Ding eigentlich? Wie wir für das Weg hier kriegen. So, komm. Das wird eine lange Fahrt werden, weiß ich jetzt schon. Das ist verkehrt. Ich brauche. Nein.
Naja. Fast. Ah, 18.000. Ja, kann also sein, kriegen vielleicht 14.000 raus. So, komm. Schon muss man ran. Schon trinken. Da muss ich natürlich überlegen, ob ein Case so gehen, so, aber die sind ja halt zu teuer. Da noch. Wir werden bestimmt ein, zwei Case holen noch. Ganz, auch wenn ich ein bisschen Deutsch verrückt bin, das wisst ihr ja. Mache gerne Kompromisse. Aber kleiner. Klar, das ist doch ein Arsch. Ha! Schon wieder! Aber wenn das jetzt so weitergeht, kann von mir aus so bleiben. Kommt natürlich noch mal wieder hier einzuschalten. Und kriegen so schön Money, Money, Money. Okay. Okay. Wie viel Kraft mittlerweile hier liegen muss. Immer dieselben Missionen an derselben Stelle, hätte ich gedacht, ich könnte vielleicht mal ein bisschen was besser machen. Also finde ich zumindest. Ach, ja. Ich hoffe, ich kriege schon ein bisschen genug Geld zusammen für den Schlüter, dass ich dann das andere Geld für den Ladewagen halt ausgeben kann. Den würde ich natürlich erstmal gerne in Dings reinstecken. Also in den Kredit. Aber wenn ich den Ladewagen habe, kann ich den Strom nehmen. Ich glaube, dann kriege ich auch mal 5 bis 10.000 für. Von daher werden wir überlegen, das ist nicht schlecht. Dann vielleicht Geld zusammenkriegen für den Ladewagen. Ah ja, muss ich mal überlegen. Auch schon wieder. Set. Dann haben wir Geld doch fast schon fast zusammen. Ich brauche Maschinen jetzt verkaufen, habe schon Tickets zusammen. Dicke. Also, ich wollte den jetzt mal gerade verkaufen zum Händler. Und dann kriege ich Dicke den Schlüter zusammen. Wird auch direkt eingeweiht. Ich hoffe, der Kritik gezogen. Einigermaßen. Ich denke auch noch, wenn ich PS, das ist schon einiges. Das ist eigentlich statt weit, was mal ein guter Deutsch, anfangs Deutsch, aber. Was haben die Deutschen hier? Der hat 100 PS und kriegt den gleich meinen Spitzen dicke gezogen. Der hat 142 PS und kriegt den dicke gezogen. Also, bitte. Da wird der. Gute natürlich dicke, damit zurechtkommen. Hau ich zumindest mal. Aber ich denke, das wird schon klappen. Ich kann mir überhaupt überlegen, habe ich überhaupt jetzt auf Aufnahme von Outer City gedrückt? Das ist die Frage. Ich bin da nicht wirklich sicher. Scheiße, scheiße, das ist Outer City. Ich mache mir jetzt gerade hier einen Kalam. Ich kaufe mir jetzt. Machen wir hier gerade einen Cut, ich bin sofort wieder da. Ich muss halt jetzt kontrollieren. Ne, ich nehme auf, damit ich wieder die aufnehme. Das wäre es noch gewesen. Ich laber und laber und vergesse Outer City zu starten. Ja, natürlich. Wieder was Wundervolles. Verkaufen, 37.000, das ist wunderbar. Müssen wir uns schnell den Güter hier holen. Wieder Geld. Kaufen. So. Ha! Ja, machen wir. Dann fahren wir erstmal den Schlüter runter und laden den Dings ab. Denn kostet ja alles Geld. Das war. Kommt natürlich erstmal wieder ins Minus. Schön. Aber da hat man eigentlich gesagt, eigentlich kackegal. Denn durch den Raps kriege ich erstmal gleich wieder gut Geld rein. Wahrscheinlich auch alles in den Dings reinstecken werde.
haben wir den Kredit. Wie schon gekriegt, was heißt das? Reicht das ja für einen Ladewagen. Denn Menschen glaube ich aber allerdings, glaube ich, eher weniger. Ich hoffe, Ladewagen wird es nicht reichen. Denken werde ich, denke ich, mal erstmal nichts damit machen, sondern erst einmal, abwarten, was ich noch mit Mission verdiene. Vielleicht kriege ich da über die Mission mit dem Geld zusammen, um einen Ladewagen zu leisten. Und dann sieht es schon viel besser als wie der Kram als gerade eben. Tausendmal viel besser. Wo kann der abtanken? Muss man leider gerade warten. Sonst stehe ich hier im Weg. Und ich will hier bestimmt einen auf Solaris machen. Und hier meinem Helfer die Fahrt versperren. So, das heißt, was der jetzt hier noch stehen hat, kommt nachher ins Lager. Wie ist der Preis? Immer noch bei der Mühle, ja. Machen wir das, würde ich mal sagen, jetzt direkt gleich weg. Ich will gerade nur die Mission noch machen. So. So. Gerade tatsächlich einen Helfer mal rein und raus machen. So, dann wollen wir uns mal gerade um die Luftpompons kümmern. Da war noch Luftpompons. Patrons, ja. Straße, wo ist die Straße? Da ist die Straße. So, bis hoch und dann direkt links. Ah! Da kann ich schon. Wow. Gestern fett über die Bahngleise hier fahren. Das kommt natürlich auch gut an. Das wird an, wie er macht. Wo ist die Pop-Pops hin? Dass ich jetzt Peps habe, weil das ist ein totaler Unterschied. Vor allen Dingen habe ich bei Minecraft mal getestet. Wunderbar läuft das. Da muss ich überlegen, was ich vielleicht zu 1.7 raus ist. Dass ich da vielleicht nochmal eine Staffel mache. Ich bin mir nicht 100% sicher. Weiß schon nicht, wirklich. Weil das auch wieder so ein Endbus-Projekt. Ich habe mit LS schon so ein Endbus-Projekt. Zwei Endbus-Projekte laufen lassen. Oh, da ist auf der Palette drauf, glaube ich. Da muss ich mal gucken. Nein. Ja. So, Luftbombons. Da muss ich aber mit Traktor und Frontlader kommen. Haben die denn kein Lieferwagen, mit dem wir hinfahren können? Vorsicht, Baumstumpf, komm zur Ruhe. Naja. Aber Frontline-Missionen sind meine Türke. Ich hab lieber die Mähmission. Nicht allein, nicht nur, dass wir dafür jede Menge Geld kriegen. Nein, ist auch einfacher. Ja, wobei, die Palettenmission war natürlich auch eigentlich ziemlich einfach. Muss einfach die Palette richtig aufnehmen und beim Fahrt ein bisschen aufpassen, aber ein Schuss wird nie was passieren. Wenn man es halt kann, gibt halt Leute, die können das nicht. Vor allen Dingen, weil ich einige Leute auch direkt Nicklenker holen, wenn sie dort klarkommen. Also für eine BGA und so ist das Knicklecker ja nicht schlecht, aber wenn man hier diese Knicklecker auf die Mission zu machen, dann ist man schon gearscht. Sag ich mal so. Sagen wir mal so. Mal nach links. Hier
die zwei. Ah ne, das ist die zweite Folge. Also noch zwei. Ja, ist aber noch Samstag. Ich werde heute die Hälfte aufnehmen, von dem, was ich eigentlich machen will. Das heißt, heute kommt LS lang. LS. Dann gebe ich mir noch Frontschweine. Moin, am Sonntag werde ich mich dann Resident Evil und Call of Duty kümmern. Ich werde immer mit Call of Duty also schon durch sein. Komm. Okay. Gehen wir weitermachen. Wow, wow, wow. Okay, jetzt haben wir hier einen Splitter rum. Der ist fertig mit uns jetzt. Ja. Also ich kann hier jetzt gleich direkt den. Ich fahr total in die verkehrte Richtung. Warum sagt mir das keiner von euch? So nach hier oben, da ist auf die Mühle. Oh Mann. Also ich kann ja den Studio jetzt gleich hier ansetzen, für den Robot sehen. Nein, ich bin schon weit auf die Mission gekommen, aber. Ich höre, das wird, jetzt bin ich mal gefragt, was wir den Kipper kriegen. Vielleicht 4000, 26.000 rum bestimmt. 26.000. Ach ja. Die Mühle war da oben bei den Schäfchen. Ja, genau. Bei den Mähs. Mäh. Weil das ist auch nicht klar, werden wir da die Schneidmission haben, dass wir da das Gras aufnehmen können, dass die Schafe mitbringen können. Gott muss halt noch mal ein paar Schäfchen holen. Damit dann die Wolle. Wolle, produzieren können. Ich bin natürlich vom Frucht dafür. Jetzt haben wir schon die Folgegruppe. Meine Ahnung, dann geht der ratzfatz hier. Na, wir bringen das hier noch weg. Wir schauen uns dann die Flash 1, 2 Missionen an. Auf dem Weg dahin. Wir sind auf dem Rückweg. Dann denke ich mal, welche nächste Folge die Gruppe starten. Da bringt nichts, denn jetzt zu starten. Weil wir haben jetzt noch 17. Vielleicht noch eine Mission rein, wenn während ich hier gefahren bin. Die Leute, ich komme gar nicht mehr dazu. Vorsorge, ja. Das ist er nämlich schon. Okay, dann werden wir jetzt das hier gerade abliefern, dann werden wir diese Mission noch machen, dann ist die Zeit schon wieder vorbei. Dass die aber auch immer dieselben Stellen haben, wo die das abholen und hinbringen muss. Die Mühle. Wir hätten ja hier so ein schönes Windrad hinsetzen können. Ah ja, wir hätten mal so eine Holland-Map haben. Da haben wir einen Wohnwagen, ob das vielleicht professionell ist. Für den einsamen Bauer zwischendurch. Das fühlt sich nur, wenn der Bauer mal einsam ist. Der, wunderbar, wunderbar. 61.000, krass. Was ich überlegen, was machen wir jetzt? Sparen und hoffen, dass wir auf Ladewagen kommen oder gucken, direkt zurückzahlen. Naja, die Nacht ist den Tag noch lang. Vielleicht haben wir das Glück, wir kriegen noch ein paar mehr Missionen. Ja, das würde ich gerne machen, mir einen Ladewagen holen. Ich würde schon Strom verkaufen, dann auch noch Geld kassieren. Das machen wir auch. Wir hatten auf jeden Fall, wenn ich bis, sagen wir mal, kurz vor Mitternacht nicht genug Geld zusammen habe, um mir einen Ladewagen leisten zu können, werden wir Geld sofort zurückzahlen, was wir jetzt noch hier eingenommen haben. Wie sehen unsere Finanzen eigentlich aus? Oh, wie gesagt, Plus gemacht heute. Also, wir kommen langsam in Fahrt, Leute. Noch Dinge anmachen. Machen wir hier ein Fleischweg hinter der Halle lang. Am besten wird es ohne an die Container hier dran zu ditchen. Was auch so eine Idee jetzt ist, wo ich jetzt Fraps habe und auch Game Capture HD habe. Die hat schon ganz am Anfang noch nicht.
da hatte ich das Problem bei Bandicamp, bei Frozen Arms, Road to Net Road Will, bei Frozen Arms Hell's Highway. Und dachte ich, weil die Bilder das irgendwie so verwackelt ist, das lag auch irgendwie am Bandicamp. Ich habe schon mal ein bisschen mit Preps aufgenommen probiert, da war das alles wunderbar. Da habe ich mir gedacht, dass ich da jetzt zunächst auch ein Reload davon mache, von Arms L2B. Natürlich auch wieder auf authentisch. War. Weil das gefällt mir einfach noch am besten. Die. Call of Duty World at War wurde sowieso eine Reload-Version geben durch die Call of Duty-Reihe auf Veteran. Und was ich auch noch gerne machen werde, ist nochmal The Legend of Zelda Link to the Past. Dann aber auch über die Nintendo, nicht über den Emulator. Ich kann die Nintendo ja über die Gamecatcher laufen lassen. So wird das auch technisch mit Dogman Country machen. Was wird man auch noch alle drei Teile zocken, die ich zumindest habe. Früher oder später. Ich denke mal, wenn man nach Frontschweine macht. Weil das hat einfach und wechselt, weil Landesimulator 2013 wird es weiterhin immer geben. Erstmal. Weil es eine Easy-Reihe. Sowieso klar. Und dann, Call of Duty-Reihe ebenfalls klar, denke ich mal, ne? Denke jetzt hier, da glaube ich, ne? Naja. Schaffen wir aber noch vor, hier ein, die 1 erscheint. So. 66.000. Ja. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut auch ein zum nächsten Mal zu Let's Play Lifehack Simulator 2013. In der nächsten Woche werden wir dann den Gruber starten. Werden dann auch weiter Missionen machen. Und werden dann gucken, vielleicht kriegen wir genug Geld für einen Ladewagen zusammen. Bis dahin. Ciao.